Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Ich glaube, wir ahnen das Potenzial, das in uns steckt. Wir wissen es eigentlich. Und wie gehen wir damit um? Und können wir nicht dieses Potenzial auch nutzen, um dort mitzuwirken, wo Gesellschaft, glaube ich, heute maßgeblich entschieden wird, nämlich in der Wirtschaft? Früher war es die Politik oder die Kirche oder andere Organisationen. Ich glaube, wir erkennen, dass immer mehr Wirtschaft die Lebensbereiche bestimmt, in alle Lebensbereiche eindringt. Man kann sogar die Befürchtung äußern, dass Wirtschaft die Politik vor sich hertreibt, mit der Folge, dass wir in Probleme geraten, auch viele, die von der Wirtschaft selbst erzeugt sind, die wir mit konventionellen Mitteln nicht mehr bewältigen. Das ist der Ausgangspunkt und ich möchte das vortragen in einer Weise, dass ich sage, wir stehen an einer Stelle, von der man sagen kann, dass eine Epoche zu Ende geht. Als ich Kind war, war das Märchen vom Schlaraffenland, dass man so viel essen kann, wie man will, oder gar so viel Kuchen essen kann, wie man will, war ein Märchen. Niemand hätte damals geglaubt, dass dieses Märchen, so viel essen zu können, wie man will, noch zu Lebzeiten Wirklichkeit wird. Irgendwann, so in den 70er oder 80er Jahren, glaube ich, ist es Wirklichkeit geworden. Es haben die Glocken nicht geläutet. Es hat niemand gesagt, wir stehen am Ende eines Menschheitstraums. Immer dazu gesagt, in den reichen Ländern, in den westlichen reichen Ländern. Wir stehen am Ende eines Menschheitstraums. Was kommt jetzt als nächstes? Der Mangel ist beseitigt. Unsere Grundbedürfnisse sind befriedigt. Was kommt jetzt? Und ein zweites kennzeichnet, dass wir am Ende einer Epoche stehen. Dieser Planet wurde geplündert. Und wird bis heute geplündert, so als sei er unbegrenzt herausholbar, als könnte man extrahieren, unbegrenzt. Und wir spüren, dass das quantitative Wachstum an Grenzen stößt. Leider Gottes war die erste Prognose mit dem Club of Rome ziemlich falsch. Wir haben das alles zu früh gesehen, wir haben den technischen Fortschritt vielleicht nicht richtig eingeschätzt. Aber wir wissen, in einem begrenzten Format wie unserem Planeten kann man nicht unbegrenzt wachsen. Selbst wenn man mit mehr technischem Fortschritt, mit mehr Fantasie, mit allem, was man zur Verfügung hat, versucht, diese Grenzen hinauszuschieben. Das kann man sicher. Aber sie kommen irgendwann. Und wir spüren sie heute. Zum Beispiel Wasser wird ein knappes Gut. In einigen Teilen der Erde wird Wasser ein knappes Gut. Es gibt Streit darüber. Und es deutet alles darauf hin, dass sich das verstärkt. Und es gibt noch einen dritten Punkt, warum eine Epoche zu Ende geht. Der Ludwig Erhard hat das in eine wunderbare Formel gebracht, Wohlstand für alle. Der technische Fortschritt, unser Wirtschaftswachstum führt dazu, dass es eine wachsende Mittelschicht gibt, die ausreichend Einkommen hat, die sogar ein bisschen Vermögen bilden kann. Und dass insgesamt, das war der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass insgesamt dieses Wachstum in einer Weise verteilt wird, die so einigermaßen gerecht, was immer das ist, aber so einigermaßen sozusagen alle am Wohlstand beteiligt. Und wir erleben jetzt und in den letzten Jahren zunehmend, dass das nicht mehr der Fall ist, dass die Mittelschicht in einigen Ländern schon abfällt, dass die obersten 1% völlig überproportional zunehmen, und dass sich die sozialen Spannungen verschärfen, also diese Epoche, viel mehr Menschen am Wohlstand zu beteiligen, scheint zu Ende zu gehen. Und es ist ein neues Phänomen. Also ich glaube, man kann zu Recht sagen, wir sind am Ende einer Epoche und sollten uns fragen, wie es weitergeht.